Hallo zusammen, Manuel ist auch heute unterwegs mit dem Golfparkli. Hallo zusammen. Und heute finden wir so richtig viel Golf. Und bevor es losgeht mit unserer Golfsuche, stoßen wir zuerst mal mit einem grünen Tier, wo uns das Golfabenteuer anstellen. So, liebe Golffreunde, sind ihr motiviert? So wie wir zwei. Jetzt geht es richtig los mit Goldschürfen. Wir haben richtig viel Spass. Drinnen haben wir schon mal gesetzt. Ich zeige euch jetzt gerade und dann geht es los. Und dann, yes, finden wir so richtig schönes Golf. Bleibt dran. Manuel Autoschauter mit dem Goldpartli. Ja, das wäre jetzt meine Rinne. Muss ich nachher noch ein bisschen stabilisieren. Die biegt ein bisschen durch. Macht aber nichts. Und da unten der Goldpartli mit seiner customized, selber gemachten Rinne mit Fischschuppen, Riffel drauf. Mega geil. Bin ich gespannt, wie die tut. Und überleg dahinter der Goldbartli bei der Arbeit. Und was meinst du, Goldbartli? Irgendwie fließt es nicht so ab im Goldbartel, aber so er testet gerade seine neue Goldbartlerin mit Fisch, Schuppen, Muster, Riffel. Geile Sache, bin ich gespannt, ob das etwas ist. Sicher ist es etwas. Weißt du, wer das richtige Bier dabei hat? Schau mal, hä? Die richtige Farbe, so muss es sein. Da, Gold. Gold. Bin ich richtig gespannt. Nein! Das sieht irgendwie noch nicht so, hä? Nein, ich habe sie wirklich schon. Das ist immer noch schräg, aber kommt es da nicht mal so. Schönes Feld in der Mitte. Das ist Victory, das heisst Sieg, oder? Aber ja. Nein. Ich meine, der Goldbartel ist nicht. Sind natürlich mit geilem Sound unterwegs. Haben wir schon ein Gold gefunden heute? Mal schauen. Hier oben ist natürlich schön der Finnriffel. Unten ein bisschen verstopft, ja nur, es ist halt so. Ich mache noch ein bisschen weiter, aber schon cool. Ne? Schönes V. Jetzt bin ich gespannt, ob ich bald etwas drin habe. Ja, bis jetzt noch nicht so golden glänzen. Das ist ein schöner Typik da und der Goldbartel ist jetzt bereit schon im ersten Clean-Out machen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der Goldbartel Glück hat. Bin ich gespannt mit seinen neuen Rinnen. Das wird cool, glaube ich. Er hat schon etwas gefunden. Mal schauen. Er sagt mal schauen. Das heisst, super. Super! Etwas geht immer genau. So, jetzt müssen wir mal schauen, was in der Rinne drin ist. Ob ich echt ein bisschen Gold gefunden habe. Es zieht so lala. Es könnte besser ziehen. Aber Ström ist auf jeden Fall sehr fein, das ist cool. Jetzt schauen wir gerade mal rein. Dann kommt jetzt mal ein bisschen schauen. Ob es da schon etwas Goldiges hat. Nein! Es sieht jetzt noch nicht so gut aus. Es sieht jetzt auf den ersten Blick auch nichts. Vielleicht sehe ich etwas. Auf dem Goldbartli schon mal etwas gelernt, nämlich der Goldbartli dort immer seine Rinnen putzen und gleich wieder zusammensetzen. Und das mache ich jetzt auch, weil es hat mich immer angeschissen, sonst damit. Und dann ist er gleich zuhause wieder zusammengesetzt. Aber am besten gleich schnell aufräumen und dann kann man es nachher wieder brauchen oder zusammenpacken, was man will.
Jetzt kann ich den Captain Jack Sparrow machen. In den Fluss rein. Hat sich unsere Strategie etwas geändert. Anstatt auf Rhein prospektieren wir jetzt ein bisschen lokal prospektieren. Mit Pumpe und Schaufel, aber ohne Rhein. Dann sehen wir ein schnelles Resultat. Das ist gut so. Wenn wir die gute Stelle finden, kommt es gut. Ich meine, es heisst so Goldparty, also das muss ja gut kommen, oder? Ja, weiter geht's. Oh, wieder die wichtigste Frage, wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Das Bieropfer. Was ist denn das Bieropfer? Ein bisschen Bier drinnen. Ah, okay, das macht. Das machen nicht alle. Ich mache es aber unfreiwillig meistens. Wir wollen ein Nugget sehen. Goldbartli, was sind die schönsten Ferien für einen Goldschürfer? Die schönsten Ferien für einen Goldschürfer? Flitterwochen. Ich sehe nur noch so Haare. Oh, ich habe einen. Wirklich? Ja. Willst du schauen? Das Pünktchen da, der ja, da. Ja, das ist 100 Pro einer, ja. Ja. Das ist einer, mache ich den Bitte, das ist gut. Das ist einer, ja. Hey, ein Flitter, ein Krümel. Aber ja. Wie seid ihr gerade? Die Golda Golda. Golda Golda. Also der Goldbartli tut jetzt gerade meinen Fund beurteilen. Und er sagt, Golda Golda, mindestens 2-3 mm. 2 mm, sicher. 2 mm. Oh, seht ihr, dass ich das. Das ist ein Golda Golda. Reich. Wir sind reich an Erfahrungen und Gold vielleicht. Ja, langsam gefällt mir das so richtig mit dem Golda Golda. Wenn der durch einen Nugget ist, dann hätte ich das Nugget gefunden. Oh, das Nugget ist weg. Es war in dem Fall kein Nugget. Die Motivation steigt eben immer mehr. Momentan, wenn wir langsam ein bisschen optimistischer werden. Drinnen stehen eigentlich auch nicht schlecht. Ah, an dieser Stelle ein lieber Gruß an Goldbuddies. Ah, oh, das ist richtig schön, das Material rein tun. Ich glaube, da erwartet uns heute noch einiges an Gold. Jetzt kommt es richtig gut, jetzt oder? Jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Mit Zielwasser kommt es immer gut. Stop. Machen Moment, wir. Moment. Jetzt. Jetzt legen da. Goldbartli hat ein Bieropfer gebracht. Ich tue den ganzen Fluss Bieropfer, weil ich ja immer die Hälfte vom Bier auslehre in der Regel. Heute zum Glück nicht. Ich habe es vorhin schon gesehen. Ein riesiger Krümel. Schauen wir mal den Goldkrümel an. Jetzt haben wir langsam richtig gutes Material. Richtig gutes Material. Jetzt machen wir weiter. Unsere Schleuse ein bisschen füllen drinnen. Dann gibt es Golda Golda. Jetzt haben wir irgendwie noch ein, zwei Stunden noch ein geschuffelt und gepumpt und alles. Und wir haben ein bisschen Gold drin. Das ist mega cool. Jetzt schauen wir mal bei mir schnell rein. Ich habe schon einiges in meinen Sniffer-Bottle. Seht ihr den da? Der da unten über meinem Finger. Der leuchtet mega schön goldig und das ist 100 Pro Gold. Das ist so schön, gell? Den hole ich jetzt schnell rein mit dem Sniffer-Bottle. Eine Herausforderung, aber ja. Golda Golda auf jeden Fall. Liebe Leute, ich mache jetzt ein Clean-Out. Und es hat schon jenste Flitter drin. Und zwar auch schon richtig geile grosse. Jetzt, hä? Was meinst du? Nicht mehr so. Also 1, 2, 3 habe ich schon rausgesogen. Und 1 haben wir noch drin gelassen. Goldbartli hat schon gemeint, das wird mein bester Cleanout ever sein. Ich glaube, er hat recht. Richtig grosse Stückchen, Flitterli. So. Ja, ich würde sagen, ich habe etwa 1,5 mm Flitterli gefunden, aber ich habe es jetzt schon aufgesogen, dass es nicht noch wegspülen. Aber ich zeige es dir nachher zu Hause. Oder jetzt soll ich es vielleicht einblenden. Vielleicht.
Genau, aber jetzt machen wir weiter. Wir sind voll motiviert. Wir haben etwas gefunden. Jetzt sind wir so, schon recht im Goldrausch drin. Und mal schauen, der Goldbartli schmunzelt schon, mal schauen, was der Tag noch alles bringt, gell? Ja, jetzt sind wir da schon, doch schon ein paar Stunden am Schaufeln und am Schürfen und am Auswaschen. Und ja, jetzt mache ich da mal noch ein bisschen weiter. Wir haben da zwei Spots, wo wir noch ein bisschen dran arbeiten. So ein grosses Herzdach. Ich weiss nicht, ob es ein Flitter ist. Es wäre einfach ein 2 mm Flitterli. Es wäre richtig. Es wäre mega geil, wenn es ein Flitterli wäre. Es ist schon richtig, richtig tief. Wir sind am Bartlis-Eis. Ja, es ist schon an der Grenze. Ich komme fast nicht mehr runter mit der Schaufel. Ja, ich muss ein paar Schaufeln machen und dann schauen wir mal, was drin ist. Ich gehe jetzt auch auswaschen. Bald. Unser kleines Abenteuer neigt sich langsam am Ende zu. Wir sind voll ausgepumpt, aber es war ein schöner Tag. Wir waren jetzt hier 5 Stunden lang am Pudeln und ja, wir haben doch auch ein bisschen Gold gefunden. Also, du hast ja so, wie viel? 20 Flitter? 28 Flitterli. Ja. 28 Flitterli. Ich habe meine da drin, das zeige ich nachher noch zeigen. Aber ja, es war cool hier am Bach. Also danke vielmals fürs Zuschauen und bitte könnt beim Goldbartli auch mal reinschauen, abonnieren und liken. Und er ist natürlich unten verlinkt. Selbstverständlich. Und bis bald wieder. Ciao zusammen, macht's gut. Ciao zusammen.